dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Angeklagt sind alle Objektivitätsapostel der Erschleichung logischer Allgemeingültigkeit und nebenbei geht's um die Folge 14 von Hashtag Operation Objektivität, der Kategorienbesprechung vom Gleichsatzkanal. Ich rufe auf den Zeugen Jaspers Karl, Zeuge der Anklage, Verteidigung, keine Ahnung. Wir werden sehen. Beweisstück 383. Vergegenständlichung und Klarheit ist dasselbe. Soweit etwas gegenständlich geworden ist, ist es uns klar geworden, ist es ferner nachahmbar, wiederholbar, wiederholbar und nachahmbar und lernbar. Ist aber nur das vollständig Vergegenständlichte. Karl Jaspers Psychologie der Weltanschauungen 1971, Seite 442. Ja, was lernen wir daraus? Zum wiederholten Mal die Wichtigkeit und Bedeutung von Gegenständlichkeit. Jaspers verknüpft damit den Begriff der Klarheit. Aber zur Klarheit gehört meines Erachtens nicht nur, dass etwas gegenständlich geworden ist, sondern wie es gegenständlich geworden ist. Erst dann ist uns etwas klar geworden. Und ferner nachahmbar, wiederholbar, wiederholbar und nachahmbar. Also stelle fest, es handelt sich um einen Zeugen der Verteidigung. Aber eben das Argument entkräftet, weil das, worauf es ankommt, nicht angesprochen wird, sondern als Selbstverständlichkeit zur Selbstverständlichkeit erklärt, wenn auch unausgesprochen, es wird etwas gegenständlich, schwuppdiwupp, aus den Fingern gesaugt. Und das ist natürlich nicht genug für eine gründliche Untersuchung. Ich rufe auf den Zeugen Karl Jaspers zum zweiten Mal in der folgenden Nummer: Der Prozess des Hervorgehens des Gegenständlichen. Aus dem unklaren Erleben ist ein Schaffen. Ach was. Spräche für eine im Sinne des Anklägers, ein Schaffen ist wieder nicht erklärt, worin dieses Schaffen besteht, wie etwas Gegenständliches aus einem unklaren Erleben geschaffen wird, fällt auch wieder vom Himmel. Es ist nirgendwo, es handelt sich alles um ein entsubjektiviertes Geschehen. Das Subjekt ist nicht vorhanden. Der Wille des Subjekts, sein Interesse und sein Streben nach Macht, nach Machen und die Zwecke
auf die es jemand abgesehen hat, die laufen alle so unausgesprochen mit. Alles unbefriedigend. Wir fahren fort. Ein Zeuge, der Verteidigung. Jede Wissenschaft bezieht sich auf abgrenzbare Gegenständlichkeit, auf eine abgrenzbare Gegenständlichkeit. Nun gut, aber wie kommt, nach welchen Kriterien wird abgegrenzt? Dann könnte hier eine größere Klarheit geschaffen werden. Aber solange immer nur die möchte man sprechen, unsichtbare Hand eines Adam Smith am Wirken ist, die unsichtbare Hand eines Urapostels, eines Objektivitätsapostels, eines Jesus der Objektivität. Die nächste Nummer, 230, das Individuum der Ethik ist die Person, welche den Menschen unterscheidet von allem, was Sache ist. Dieses Problem hat jetzt wieder weniger etwas mit dem Problem der Objektivität zu tun, insofern als es eben unmoralisch ist, Menschen als Objekt, als Sache zu betrachten. Aber auf der anderen Seite ist der Punkt eben, dass diese Sachlichkeit auch gar nicht möglich ist. Menschen werden immer in einem letztlich ethischen Sinn betrachtet, wenn überhaupt eben eine Beurteilung zur Debatte steht. Und das ist in der Regel oder sinnvollerweise nur in einem moralischen Zusammenhang, weil es eben eine sittliche ethische, einer sittlichen ethischen Ordnung bedarf im gesellschaftlichen, sozialen Zusammenleben miteinander und so weiter. Eine Sache, genauso wie ein Ist-Zustand, dass irgendetwas ist, ohne jetzt eine Bezugnahme auf einen Zweck, der erzielt werden soll, ist vollkommen absurd. Der nächste Punkt, der Selbstzweck, Nummer 231, Zeuge 231. Der Selbstzweck erzeugt und bestimmt den Begriff der Person, den Grundbegriff der Ethik. Bloßes Mittel ist die Sache, die als Sache des wirtschaftlichen Verkehrs die Ware ist. Hat jetzt mit unserem Objektivitätsproblem auch weniger etwas zu tun, wie eben gerade eben schon besprochen. Geht es da vielmehr darum, Menschen nicht als eine Sache zu behandeln. Eine Norm wird hier aufgestellt, ein Selbstzweck, aber diese Art von Problematik, die findet dann erst in der Ethik statt, aber so weit sind wir noch gar nicht. Das muss jetzt erst dieser
ganze sachliche Objektivität, Morast, Sumpf, Schlamm beseitigt werden, um dann eben eine ganz andere Diskussion anzufangen, eine ausschließlich sinnvolle Diskussion. Und diese Diskussion um Objektivitäten und logische Allgemeingültigkeiten ist im Grunde genommen ein Kampf gegen die Herrschaft über die Geister der Menschen. Die Ideologie der Objektivität als Mittel der Regierbarmachung. Das verdinglichte Subjekt wird zu einem passiven Wesen, mit dem zu äußeren Zwecken umgegangen wird. Es muss auf seinen Status als Persönlichkeit verzichten. Ist eben nur insofern von Bedeutung, als dass eben eine Objektivität der Person nicht möglich ist, und wo eine solche praktiziert wird, handelt sich um ein Herrschaftsverfahren oder eben ein Unterdrückungsmittel, wie auch immer. Der nächste Zeuge, Rickert Heinrich, Grundprobleme der Philosophie. Frei kann das Subjekt nur mit Rücksicht auf den Akt genannt werden, den es vollzieht, und dieser gehört nicht zur objektivierbaren Realität. Ja, jetzt schwant mir schon anderes, inwieweit eben diese Objektivität etwas mit Freiheit zu tun hat. Nicht jetzt weniger mit der Person, sondern mit Freiheit. Dieser Gedanke geht auch auf Kant zurück, wo es irgendwo heißt, wäre das Ding an sich erkennbar, so wäre alle Freiheit verloren oder so ähnlich in dem Sinn. Und genau in diese Bresche springt jetzt auch Rickert Heinrich, dass eben gäbe es eine Objektivität, und die muss konsequenterweise durchgehend sein, wie gesagt, des Öfteren schon wiederholt, es gibt nicht ein bisschen Objektivität, so wie es nicht ein bisschen tot und ein bisschen schwanger gibt. Und das würde dann eben bedeuten, wenn diese Objektivierbarkeit, und das ist letztlich auch so etwas wie eine Gleichmacherei, die Verallgemeinerung, die Rolle, die die Verallgemeinerung in der Objektivierung spielt, ist im Grunde genommen eine Gleichmacherei. Und dieses Objektivitätssystem ist im Grunde genommen ein Kollektivismus, und demgegenüber steht dann der Kampf um die Freiheit. Jetzt ist die Verortung total. Ja, so plakativ mal. Ich habe wieder eine Pause gelassen, da mische ich dann Applaus dazu. Wir fahren fort. Jetzt gibt es wieder ein bisschen Action. Mit hier visuell etwas geboten wird. Zuerst fahren wir in die Mitte des Geschehens
Und dann haben wir hier ein Ding und dann ein Bewusstsein. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit diese Markierung sinnvoll ist, aber es ist etwas passiert. Und dann markiere ich gleich noch die Messung vom nächsten Punkt und die Identität. So. Ist doch schön. Ein Ding ist weiter nichts als eine konstante Summe von Empfindungen im Bewusstsein. Und diese konstante Summe von Empfindungen, die gibt es eigentlich gar nicht, weil die Empfindungen in der Zeit sind tatsächlich immer andere. Es gibt keine gleiche Empfindung. Also ist eine konstante Summe dann ein Gedankenprodukt, eine Vorstellung eben, eher ein Glaube an die Konstanz. Genau, die Konstanz wird jetzt markiert, weil die nämlich hier zur Identität passt. Das ist damit gemeint. Und schon sind wir bei Punkt 360. Zeuge Richard Hönigswald, ein Zeuge der Verteidigung. Messung dient der Anbahnung gegenständlicher Identität. Da diese Messung aber, wie wir bereits wissen, aus einigen Folgen zuvor bedarf jede Messung Einheiten, sogenannten Messeinheiten, die mehr oder weniger willkürlich geschaffen worden sind, um der Erfüllung eines praktischen Zwecks wegen. Und die Frage, die eigentliche Frage ist die, inwieweit eben bei einer Messung, ich glaube Popper hat das mal sehr eloquent ausgeführt, dass diese Punktkoinzidenzien auf dem Maßstab nicht, dass es dazu kein Korrelat in der Wirklichkeit gibt. Also die Frage ist immer, inwieweit diese künstlichen Einheiten, das gilt auch für Worte, eben auf die Dinge oder beziehungsweise die Realität dann passen, um eben diese Identität, die gewünschte Identität dann zu gewährleisten. Es ist ja alles, es passiert ja alles zu dem Zweck, dass etwas Sicheres, Dauerhaftes geschaffen wird, das verlässlich ist, auch anderen Menschen gegenüber. Das ist die Grundmotivation und der werden dann alle möglichen Theoreme angepasst. Und es hat ja alles seine Berechtigung, wie schon des Öfteren erwähnt. Der Punkt ist eben nur der, dass es sich hier bei dem ganzen Trara nicht um irgendwelche höheren Erkenntnisse oder überindividuelle, an sich absolutes Wissen oder Erkenntnisse, Wahrheiten und so weiter handelt, sondern eben nur um praktische Zwecke, einen Nutzen, der erfüllt wird, und das war's dann. Alles, was darüber hinausgeht, das war ja in der Vergangenheit, da hat ja die sogenannte Metaphysik, hat ja da alle möglichen Erzeugnisse produziert an Spekulationen, da fragt man sich, was dann, dem wurde dann mit der Erkenntnistheorie dann ein Ende gemacht.
Mitte des 19. Jahrhunderts, aber das Problem war dann wieder die Psychologie vom Denken zu trennen oder klar abzugrenzen. Psychologismus war dann das große Thema, eben, wenn die ganze Logik psychologisiert wurde. Und nebenbei wurde immer fleißig darauf geachtet, dass eben auch die Objektivität erhalten bleibt. Egal um was es sich handelt, da konnten noch so kritische Analysen stattfinden. Am Ende hat man sich dann immer unter dem Weihnachtsbaum Objektivität versammelt. Wo bin ich, wo war man? Ich scrolle hier schon wieder durch die Gegend. Wir kommen zum nächsten Punkt, die Nummer 363. Zeuge Hönigswald, erneut. Eindeutigkeit gegenständlicher Gegebenheiten ist ein anderer Ausdruck für Gesetzlichkeit. Ja gut, jetzt haben wir, ich weiß jetzt nicht, ob wir das Gesetz schon mit drin haben. Das ist nämlich auch ein entscheidender Faktor, um was es hier geht. Es geht um Gesetzlichkeit, die ganze Gegenständlichkeit und Wissen und Erkenntnis und so weiter. Da geht es darum, Gesetze zu finden wahrscheinlich, aber es ist ein Gesetze schaffen. Und diesen Gesetzen hat dann der Gläubige oder Ungläubige zu folgen oder sie einfach anzuerkennen. So einfach wie niemand fliegen kann. Ein Ding ist ein Ding und basta. Diese Atmosphäre der Gesetzlichkeit soll sich verbreiten und den Eindruck erwecken, es würde eine Realität, eine Natur geben, die nach einer berechenbaren Gesetzlichkeit agiert, einer vorhersehbaren. Bekanntes Wissenschaftskredo ist, ich weiß jetzt nicht, wie das Original in Französisch war, das lautet auf alle Fälle prévoir, irgendwas mit Wissen, um vorherzusehen. Gegenstand heißt Gesetz, mit dem Gegenstand, der so irgendwie, man weiß nicht genau woher, aber der ist, dann ist er auf einmal da. Und so geschieht es auch mit der Gesetzlichkeit. Die ist dann plötzlich, handelt sich um eine Gesetzlichkeit. Und niemand fragt nach, woher die eigentlich kommt. Wäre da nicht der Gleichsatzkanal in seiner unerbittlichen Strenge und Gewissenhaftigkeit. Ich rufe auf den Zeugen 190, Augustinus. Wenn der nicht glaubwürdig ist, dann weiß ich nicht. Alle Dinge bedürfen des Namens, dass sie nicht schlüpfrig dem Zugriff entgleiten. Denn erst der Name macht das Ding. Nun gut, jetzt haben wir so ungefähr 600 in der christlichen Zeitrechnung. Einen Nominalismus, wobei jetzt nicht näher auf den Prozess der Namensgebung eingegangen wird. Der Name, der wird einfach gegeben. Und niemand weiß, wie die Jungfrau zum Kinde kam. Also schon klar, der Name, das ist das Wort, die Sprache und eben
Es ist ein Allgemeinbegriff, dieser Name. Wenn es jetzt nicht irgendeine besondere Erfindung ist, die es noch nie gegeben hat, dann wird man sich in Deutschland dann schwer tun, den für einen Nachkömmling am Standesamt eintragen zu lassen. Anders in Amerika, denke ich mal, oder irgendwelchen südamerikanischen Ländern, da kannst du dein Kind alles Mögliche heißen, aber ich schweife ab, die Zeit schreitet dahin im Sauseschritt. Die Nummer 226 im Alltagsdenken oder naiver Realismus, jetzt werde ich wieder malerisch tätig. Das ist nämlich eine Idee, die ist vollkommen untergegangen. Das war mal richtig en vogue, die naiven Realisten quasi als vulgär aus der Scientific Community auszuschließen. Bis dann gewisse linke Kräfte die Masse und den Alltag als Gegenstand ihres Interesses entdeckten, dann wurde der Durchschnittsmensch dann en vogue, dessen Stimme genauso viel zählt wie die eines Hochgebildeten, was weiß ich. Also, im Alltagsdenken oder naiven Realismus werden die Sinnesqualitäten zu Eigenschaften der Objekte erhoben. Das ist jetzt eine Theoretisierung einer Selbstverständlichkeit. Mit diesem Objektivismus, die einfachste Realisierung der Objektivitätsidee ist eben die, dass Wort und Sache so ganz ohne Problem identifiziert werden. Das ist ein Schaf, das ist ein Hund, das ist ein Tisch, das bringt man den kleinen Kindern bei. Und dementsprechend haben die Dinge dann Eigenschaften. Du gehst hinaus auf die Straße und fragst, ob Dinge Eigenschaften haben, das wird dir jeder bestätigen. Und das ist eben auch die Wurzel dieses Aberglaubens, dieser Religion, der massenhaft verbreitet, im Grunde ein Wahngebilde. Allen Menschen, die sich etwas tiefergehende Gedanken machen, eben das Leben schwer macht, diese Masse mit ihren Wahngebilden. Dann haben wir hier nochmal eine Bekräftigung in einer anderen Formulierung. Die Überzeugung von der objektiven Realität der Sinnesqualitäten ist ein Trugbild. Also eben der Glaube, man könnte Dinge einfach nur so sehen, so passiv hingenommen. Der Sinnesapparat erleidet quasi den Eindruck und schwuppdiwupp hat man den Begriff im Kopf, im Bewusstsein, das Auge schweift, wenn ich hier nur vor mir alle möglichen Gegenstände an die Hunderte, schätze ich mal, wenn ich das abzählen müsste,
Und ich habe meinen Blick schon so geschult, dass mir eben keine Begriffe in den Sinn kommen. Das wäre dann erst der Fall, wenn ich jemandem anderen eine Anweisung zu geben hätte. Verzeihung, könnten Sie mir mal eben das Stück Kreide unter dem linken Lautsprecher geben? Der Erinnerungssound meines digitalen Weckers sagt mir soeben, dass meine Zeit für dieses Mal, für die Folge Nummer 14, Teil 14 der zigfachen Trilogie unter dem Hashtag Objektivität ist nunmehr zu Ende. Ich markiere die Nummer 277 mit der das muntere Kategorien besprechen, das nächste Mal weitergeht und sage wie immer Peace und out.